Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drehenfieber. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier mit mir schon langsam der Verzweiflung anheimfällst oder wie auch immer. Wir haben schon wieder fettes Minus und ich bin gerade echt schwer erstaunt, wieso. Und habe mal nachgeschaut und es ist hier die Linie. Die haben wir jetzt endlich durchgängig zweigleisig und es läuft hier aber so fett ins Minus. Ich hoffe, dass sich die wieder einspielt. Ich meine, momentan können wir nur noch da sitzen und drauf hoffen, dass das auch irgendwie was wird. Und ich bräuchte dringend hier noch einmal ein paar Signale, weil die Strecke zwischen dem Signal hier unten und dem Bahnhof hier oben ist eigentlich zu lang. Das heißt, wir müssen noch mal einen Block reinbauen. Weil die Züge hier zum Teil trotzdem noch ganz schön lang warten müssen, aber trotzdem müsste es eigentlich laufen, aber es läuft nicht. Ich weiß nicht, wieso, was jetzt Sache ist. Und das Blöde ist, mit so wenig Geld in der Tasche, und da bringt es auch nichts, wenn er oh yeah sagt und mir super geile Sachen hier bringt. Ja, schön. Ein All-American Golden Sand. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt nur da sitzen und zugucken und hoffen, dass das alles wieder sich hier einpendelt. Ansonsten sind wir da nieder, um es mal so auszudrücken. Ich meine, das wird immer weniger Geld hier. Das könnte natürlich hier noch unsere Tunnelbauaktion gewesen sein, aber schon langsam ist es nicht mehr lustig. Ich meine, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Die Betriebskosten, die steigen aber auch ganz schön mächtig hier. Sehr merkwürdig. Das wird alles ganz schön teuer. Und es kommt kein Geld mehr rein. Das heißt, wenn die hier nicht bald wieder ins Plus läuft, dann sind wir einfach angekäst. Um es mal so auszudrücken. Dann haben wir einfach Pech gehabt. Ich weiß auch nicht, ab wann man hier dann pleite ist in dem Spiel. Und ja, bleibt uns eigentlich nichts übrig, als hier dem Zug ein bisschen zuzugucken. Warum nicht? Das ist momentan die schönste Lok, die wir haben. Und können nur hoffen, dass wir ins Plus gehen. Und nachdem ich das jetzt einfach nicht so laufen lassen kann, zwischen den Folgen und dann in der nächsten Folge sagen, oh guck, wir haben es geschafft, wir sind pleite, werde ich jetzt hier auch mal den Subnautica-Dings ausprobieren. Das heißt, ich werde es einfach mal laufen lassen, das Spiel, in vierfacher Geschwindigkeit so ungefähr, damit wir halt mal sehen, was Sache ist. Und irgendwie muss ich das noch so hübsch hinmachen, dass man da was sieht hier. Das Fenster ist irgendwie zu groß, ne? Kann man das kleiner machen eigentlich? Ja, nee, man kann es nur irgendwie verschieben. Ich muss natürlich auch die Dings im Blick behalten, die Linie hier. Machen wir es so. So ist doch das gut. Da haben wir da unten unsere Linie. Und die muss grün werden. Die, wenn nicht bald grün wird, dann haben wir es. Dann ist es vorbei. Auf immer und ewig vorbei. Und es wäre schade. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich werde es jetzt einfach mal im Schnelldurchgang laufen lassen, ein bisschen. Warum sollte ich es rausschneiden? Wir werden ja dann sehen, ob wir pleite gehen oder ob wir es überleben. Ja, dann sage ich mal, viel Spaß in den nächsten Minuten, wenn das Ding hier nur noch durch die Gegend rast. Thank you.
Ja, also es schaut einfach schlecht aus. Ne? Ich bin jetzt wieder auf Normalgeschwindigkeit gegangen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, aber ihr seht es ja selber, wir sind jetzt so 2-3 Jahre vor. Das Minus wird zwar weniger, aber es bleibt immer noch Minus und wir wachsen und wachsen. Also unser Kontostand wächst definitiv total in die falsche Richtung. Die Linie unten kommt schon langsam aus dem Minus raus, aber ich meine, ja, ist immer noch auf 130.000 Minus inzwischen. Von 2 Millionen weg ist schon ganz gut, aber ich meine, wir müssen das noch ewig laufen lassen, bis wir das irgendwann mal geschafft haben. Keine Ahnung, ob wir es jemals schaffen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Ich meine, es ist ja irgendwie gerade echt blöd jetzt, ne? Also ich will jetzt eigentlich ungern das so beenden nach dem Motto, naja, es haben wir es verkackt. Ja, aber irgendwie haben wir es ja fast. Aber wir müssen es mal weiter beobachten. Es hilft ja alles nichts. Ich meine, der Zug hier, ja, ich meine, ich könnte es auch wieder weg. Ich könnte nur wieder ins Depot fahren lassen. Das bringt eigentlich auch nichts. Der fährt auch nur so miese. Ich glaube, der macht weniger miese, wenn er im Depot steht. Schickt man wieder rein. Was soll's denn? Aber ihr seht auch, dass wir brauchen dringendst Gleise, sage ich schon, ein Signal noch, mindestens eins hier draußen. Weil der Zug, der steht immer hier hinten, bis der Bahnhof frei wird oder so. Und das dauert halt immer, bis der dann da oben ist. Also wenn wir den da herstellen könnten noch einmal, das heißt, wir könnten noch mehr Züge auf die Strecke bringen. Ja, ich weiß nicht, was ich da gerade plan, weil wir haben eh kein Geld mehr. Und ich weiß nicht, das macht momentan nicht den Eindruck, als würde es unbedingt besser werden. Ja gut, hier schaut es gut aus, schon wieder einigermaßen. Wir könnten natürlich wieder mal mit... Ja, weil das bringt ja auch nichts, wieder alles verkaufen und dann wieder kaufen und so, dass wir schauen, dass wir aus den Wiesen rauskommen. Ich meine, das ist irgendwann im Jahr 2000. Also schon langsam brauchen wir, glaube ich, bald 50 Jahre, um da wieder aus dem Loch rauszukommen, wo wir gerade drin sind. Das Problem ist natürlich, alle Fahrzeuge werden immer älter, sie lassen sich nicht mehr austauschen. Und damit haben wir das nächste Problem, wenn sie sich nicht austauschen lassen. Kosten sie halt immer mehr, aber ja, blöd, blöd. Aber hier, der ÖPV Austin, der ist früher mal gut gegangen, aber die Ford Versa, die beide Ford Versa, die laufen einfach im Minus. Na, da sollten wir den Leuten ihre Dinger wegnehmen. Machen wir es wieder, oder? Ja, aber ich meine, schau, es fahren ja Leute mit. Es ist ja nicht so, dass die nicht angenommen werden, die bringen nur nicht genug. Vielleicht sollten wir einfach einen von den Wägen ins Depot schicken. Und von den Bussen auch. Keine Ahnung, also Ford Worth läuft auch blöd, ne? Also irgendwie mag uns Ford Worth nicht, glaube ich. Entschuldigung, also ich mache es hier mal wieder ein bisschen verkaufen. Das heißt, ich schicke mal einen von den Trams ins Depot. Mal gucken, ob das was bringt. Und bei den Bussen, ja komm, schicken wir mal einen ins Depot. Der hat auch nur einen Passagier drin gehabt, dann tut es das schon. Ja, ich weiß nicht, ob wir aus dem Minus wieder rauskommen. Das schaut wirklich schwierig aus. ÖPNV Ontario läuft jetzt plötzlich auch ganz schlecht. Das ist früher auch gut gegangen. Indianapolis läuft noch. Na, ich glaube, die Leute gehen ja schon langsam lieber alle mit dem eigenen Auto oder so. Naja, schauen wir mal. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo... Wir könnten, jetzt müssen wir halt den Zug vielleicht doch verkaufen da unten, ne? Das wäre schade drum. So, bist du schon im Depot? Ja, jetzt bist du im Depot, sehr gut. Das heißt, ich kann dich doppelt anklicken und verkaufen, oder? Achso, nee, geht nicht. Dram. Wo verkaufe ich dich denn jetzt, du Dram? Bin ich jetzt blöd? Vielleicht sollte ich mal aufs Depot selber gehen, oder? Mal schauen. Hopsa. Dram-Depot. Dram. Verkaufen. Naja, Mai. Ich finde es schade. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade. Wo ist denn das Bus-Depot? Das ist hier. Verkauft man halt auf. Vielleicht kommt die Linie, wenn es ein bisschen weniger ist, ein bisschen weniger Minus oder so. Schauen wir mal, keine Ahnung. In Austin läuft es auch nicht mehr gut. Und das nächste schöne Ding kommt rein, oder? Ja, eine super Lok.
nice. Ach, können wir uns nicht leisten. Und ich meine, oh, wir hatten sogar im letzten Jahr ein bisschen Plus gemacht. Die Linie läuft jetzt auch wieder im Plus, ne? Ja, und das weiß ich nicht. Sollen wir jetzt den Zug unten auch verkaufen? Das ist ja eigentlich echt schad drum. Das ist so schad drum. Gehen wir aufs Depot hier. Ja, aber ich weiß nicht. Machen wir es einfach, komm, weg damit. Das sind auch wieder 400k Plus, die wir da gemacht haben. Ja, dann machen wir halt, sperren wir wieder alle Linien zu, die nichts bringen, oder? Das, ja. Machen wir jetzt alle Fahrzeuge ins Depot. Wir schalten den kompletten ÖPNV aus. Schade. Aber was Minus macht, muss weg jetzt. Das hilft mir nichts. Das hilft mir echt nichts. Ah, das ist so ärgerlich. Also da ärgere ich mich jetzt echt drüber, dass das immer nicht so läuft. Na dann, weg mit der Tram, da kommen noch mehr rein. Dann fahren wir halt nur noch Zug. Wo ist denn das andere Depot? Da. Weg. Hauen wir es alle raus. Verkaufen wir alle. Wenn wir wieder im Plus sind, dann machen wir wieder andere lustige Sachen, bis wir wieder im Minus sind und so. Also wenn ich es nochmal irgendwann anfange, dann mache ich das ein bisschen konservativer alles. Also sowas passiert mir nimmer. Das ist schon ganz schön blöd hier, ne? So wie es gerade läuft, aber egal. So, haben wir das weg? Haben wir noch irgendwas im Depot, was wir rausschmeißen können? Ja, da sind wir das Fahrzeugdepot. Hier raus. Upsa, mein Gott, ich wollte eigentlich hinhüpfen. Raus. Gut. Und das Tramdepot Austin, hüpfen wir auch hin. Können wir auch nochmal schnell hinschauen. Hier. Unsere erste Elektro-Tram war das. Schade, weg. Sobald wir wieder Geld haben, bauen wir den ÖPNV auch wieder aus. Wenn sie bis dahin überhaupt noch mit uns fahren wollen, die Leute, weil könnte ja sein, dass sie dann sagen, nee, mit dem fahren wir nicht mehr. Aber ich glaube, unser echt, ja, das, ich hab einfach zu viel Blödsinn gemacht, ne? Jetzt kommen wir wieder ins Plus, das sind aber auch die Sonderverkäufe, ganz klar. Natürlich sind das hier die verkauften Fahrzeuge en masse. Ja. Sonst noch irgendwas in die Depots? Ja, hier haben wir noch. So, weg. Okay. Entschuldigung. So, dann haben wir jetzt nur noch hier Dinger stehen, die den Güterverkehr müssen wir laufen lassen. Wenn wir den nicht mehr laufen lassen, dann. Ja gut, das haben wir lauter Plus rumstehen. Schön. Das heißt, wir erholen uns wieder. Dann lassen wir den Holz. Ja, den habe ich auch verkauft. Okay, also das heißt, wir erholen uns wieder und dann schauen wir mal, dass wir mal echt viel Geld verdienen und dann mal, sag mal, wackel. Jetzt suchen wir uns noch eine schöne Lok, mit der wir noch ein bisschen mitfahren können. Und dann hören wir auf für heute. Ja, wir könnten mal wieder mit denen hier fahren, ne? Hier mit denen, der ist doch auch immer ganz hübsch. Ja, ich möchte eigentlich schon noch erleben, wie das hier Großstädte wird, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben hier natürlich jetzt wieder einen Haufen Plus gemacht. Das heißt, wir kommen eventuell raus wieder aus der Nummer. Ja, mit den ganzen Sonderverkäufen ist natürlich auch easy, sag ich mal. Und dann warten wir einfach. Ich meine, ich lasse es jetzt zwischen der und der nächsten Folge ein bisschen laufen. Das habe ich auch komplett aus den Augen verloren, wie lang die geworden ist. Egal. Wie gesagt, ich lasse es mal ein bisschen laufen, bis da wieder ein guter, gesunder Puffer da ist. In der Zwischenzeit versäumt es halt leider immer wieder mal, welche Fahrzeuge hier gerade neu reingekommen sind. Aber das müssen wir, können wir nicht anders machen. Ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit immer hier so komisch im Schnellvorlauf das machen. Oh yeah, schau, das nächste kommt. Auf einer Güterwagen. Ja,
schön. Die Güterzüge haben uns eh, die haben uns ja hier so richtig alles kaputt gemacht, ne? Na gut, dann, ja. Wie gesagt, ich mache jetzt hier mal Schluss für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir trotz allem gefallen, auch wenn hier eigentlich das finanzielle Chaos herrscht ohne Ende. Aber ich denke, wir kommen wieder raus aus der Misere und ich werde jetzt die nächste Folge erst beginnen, wenn wir so gut im Plus sind, dass wir wieder was machen können. Vorher macht es gar keinen Sinn, das heißt, ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Und wir sind dann gespannt, in welchem Jahr wir uns wiedersehen. Also März 1955 und ich bin gespannt, wann wir wieder anfangen. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und Servus.